Also, wie kippt man in einen Ölschacht Öl, ohne Öl daneben zu schütten? Zahnräder, Planetensystemgetriebe, Teleskop. Das war sicher sehr teuer. Tafel. Ach nein, ey, es kann doch nicht wahr sein. Immer diese ganzen blöden... Ach, Moment. Wir falten uns einen Trichter. Hey, Spot, hast du zufällig etwas Öl dabei? Ich ziehe die Frage zurück. Können wir... Mit Öl bekommt man sein Quietschen auch nicht weg. Alles schon ausprobiert. Das wäre aber doch noch sinnig gewesen. Komm mal her, Spot. Was tust du denn jetzt schon wieder? Ich befülle den Öltank. Und womit, wenn ich fragen darf? Naja, mit Wasser. Das ist wohl keine so gute Idee, hä? Nein. Nein, klar. Können wir denn... Mit Öl bekommt man sein Quietschen auch nicht weg. Alles schon ausprobiert. Okay, nochmal im aufgepusteten Zustand. Mit Öl bekommt man schon... Nee, das geht nicht. Keine Ahnung. So sollte Spot dem Öltank wohl lieber nicht zu nahe kommen. Aber als Kugeln, oder was? Hey, Spot, hast du... Ich kennen wir schon, glaube ich. Okay, schade. Ich dachte, wir könnten einfach aus Spot einen schönen Trichter falten. Also so zusammenrollen oder so, aber... Nee, also... Es tut mir jetzt leid, dass das alles so läuft. Ah, nee. Ich lasse sie besser, wo sie ist. Sie erfüllt bereits ihren Zweck. Die Mondsichel macht sich ganz gut als Prothese. Können wir die Hose wieder mitnehmen? Ich lasse sie besser, wo sie ist. Sie erfüllt bereits ihren Zweck. Schade, das hätten wir die als Trichter nehmen können. Jetzt fehlt nur noch ein passendes Gewicht. Das haben wir ja schon. Haben wir schon alles fertig. Käfig, Nagelbrett, Sichel. Das wird nichts. Daraus kriegen wir keinen Trichter gebastelt. Einen Trichter. Habe ich nicht schon genug Scherben verursacht? Nein, ich habe gedacht, man könnte vielleicht das untere kaputt schlagen und dann das Öl da drüber da rein. Nein. Die Kurbel scheint ja, Müll das und kennen wir doch schon, deinen klugen Ratschlag. Trichter, Wippe, nein. Komm da raus! Das ist keine so gute Idee. Irgendwer muss deine Aktionen ja von einem sicheren Ort aus koordinieren. Und wer wäre qualifizierter dafür als ich? Die Kuh da drüben? So ein Feigling. Genau, das denke ich auch. Ah, Sedgwick, kommst du voran? Bleib du ruhig. Ja, das kennen wir ja schon. Ich dachte, vielleicht hat er mal was Neues. Sieht allerdings nicht so aus. Ein Trichter. Erinnert sich jemand zufällig an irgendwas, das einem Trichter ähnlich sah? Hier ist nichts Neues. Ein Trichter. Ein Trichter. Nee. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Hier ist überhaupt nichts, ist doch doof. Der eine Ast reicht. Ja, den einen Ast haben wir aber schon lange benutzt. Keine Ahnung. Das schütte ich lieber nicht weg. Es war sehr strapaziös, da ranzukommen. Ja, ich weiß. Ich weiß doch. Ich war dabei. Mit Öl bekommt man sein Quietschen auch nicht weg. Alles schon ausprobiert. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Weil ich weiß schon wieder nicht weiter. Ohne zu verschütten. Ich überlege gerade, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt. Darf ich auch mal da durchgucken? Nein. Nein, klar. Ach, kipp was in den Brunnen, meine Güte, was soll's.
Das schütte ich lieber nicht weg. Es war sehr strapaziös, da ranzukommen. Was machst du denn da? Wonach sieht das denn aus? Ich fühle das Öl in den Einfühlstutzen. Aber doch nicht ohne den Trichter. Du verschüttest ja alles. Ach, jetzt mach aber mal halt. Das plant man muss. Okay, dann fragen wir ihn mal, ob er noch was Neues weiß und uns was zum Trichter erzählen kann, weil ich habe keine Ahnung, wie ich da an den Trichter kommen soll jetzt. Ah, da bist du ja wieder. Bist du vorangekommen? Ich habe noch Fragen wegen dieser Reparatur. Fragen? Hast du etwas? Doch, aber es ist doch... Schon, wo geht... Genau das. Wie lässt sich das Ding nur in Gang bringen? Das sollte kein Problem sein. Die Kurbel liegt hier irgendwo rum. Aber achte darauf, dass die Planeten in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind. Und dass das Planetensystem gut geölt ist. Wenn du nur den geringsten Fehler machst, könnte es in einer Katastrophe enden. Ich versuche es... Tu das. Ja. Ich glaube... Was? Los! Haben wir denn noch einen Gegenstand übersehen? Das kann ich mir eigentlich jetzt so nicht vorstellen, oder? Kippen wir es in die Zahnräder. Ganz ruhig, Sedgwick. Nur nicht durcheinander bringen lassen. Das Öl gehört in den Einfühlstutzen. Ja, aber das ist doch doof. Das benutzt man, indem man etwas hineintut. Danke. Oh oh, da muss man aber sehr aufpassen, dass man nichts verschüttet. Ob ich das wohl ohne Hilfsmittel hinbekomme? Nein. Was tust du denn jetzt schon wieder? Ich befülle den Öltank. Und womit, wenn ich fragen darf? Naja, mit Wasser. Das ist wohl keine so gute Idee, hä? Nein. Nein, klar. Ja, das ist, oh, alles ein wenig kompliziert. Ich versuche gerade krampfhaft mich daran zu erinnern, ob wir noch irgendwo irgendetwas hatten, das einem Trichter ähnlich sah. Wandteppich, vielleicht kann man den mitnehmen. Keine Ahnung. Ne, den kann man nur wieder verschieben, okay. Trichter, Trichter, Trichter. Wir haben noch ein leeres Fläschchen. Habe ich nicht schon genug Scherben verursacht? Ich habe offenbar nichts, was ich da reinfühlen könnte. Aber das geht auch nicht, ne? Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ich aber. Ah, sehr gut. Du hast Öl gefunden. Sieht ein wenig milchig aus, aber damit sollte es klappen. Jetzt musst du nur noch einen Weg finden, es in den Einfüllstutzen zu kippen, ohne etwas daneben zu schütten. Ja, wo schütten wir es denn hin? Nehmen wir ein Lexikon mit, keine Ahnung. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Wären ja, 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 das hatten wir alles doch schon. Die Notizen müsste ich auch noch irgendwo haben. Aber es tut mir leid, ich komme nicht drauf. Was machst du denn? Wonach sieht er? Ich fühle das... Aber doch nicht ohne den Trichter. Du verschüttest... Ach, jetzt mach aber mal... Das Planet, man muss es mit... Na gut, wenn es ein Trichter... Ich bitte darum. Man könnte ja... das Teleskop nehmen. Aber das ist irgendwie auch... Darf ich auch mal da durchgucken? Nein. Nein, klar. Hau was kaputt. Hey! Was tust du denn da? Das ist ein hochsensibles Instrument. Schon gut. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Mit Öl wird alles schon. Ach, Leute. Nee, das wird alles nichts, glaube ich. Für Spot sind alle Glasgefäße ein potenzieller Splitterregen. Er liebt das Geräusch von zerbrechendem Glas. Ach, nee. Also eigentlich wollte ich ja nicht jetzt am Ende immer in die Komplettlösung gucken, aber es bleibt mir gerade keine andere Möglichkeit. Also geduldet euch einen Moment, ich muss das eben nachgucken. Bis gleich.
Also, es ist unglaublich, auf was für Ideen die Entwickler kommen, ne? Ich hab's noch nicht ausprobiert, aber jetzt. Ah. Seht zu und lernt was. Hey du, hör mal her! Ah, lass das! Das ist ja grauenvoll! Nettes Hörrohr. Ja, nicht wahr? Ich habe den ganzen Nachmittag gebraucht, um es zu konstruieren. Und dann lag alles doch nur an der Unordnung in meinem Bücherregal. Naja, sei's drum. Ich finde bestimmt noch einen anderen Verwendungszweck dafür. Vielleicht als Hut oder als Kaffeefilter. Also ich könnte das Hörrohr ganz gut gebrauchen. Tatsächlich? Eureka! Das war die Mühe ja doch nicht ganz umsonst. Du ahnst ja nicht, wie viel Gehirnschmalz in den optimalen Krümmungswinkel geflossen ist. Vom Ohrenschmalz mal ganz zu schweigen. Hier, nimm es ruhig. Irks. Irks. Also, auf der Tafel zu kratzen mit den Nägeln, um da... Das ist... Tut mir leid, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ach, es ärgert mich eigentlich ein wenig, dass ich das nicht ohne Komplettlösung schaffe, aber... Naja, man kann ja auch nicht ewig hier dran rumsitzen und das rumprobieren, ne? So, ich habe das Planetensystem geölt. Hervorragend! Jetzt brauchen wir nur noch die Kurbel. Jo, Kurbel einsetzen. Das funktioniert noch nicht. Die Planetensteine sind wohl noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Moment, was? Einen Moment, jetzt mal eben gerade gucken, ob ich meine Notizen finde. Einen Moment. So, da haben wir unsere Notizen. So, grün ist Frobbel und Frobbel ist der kleinste. Gelb ist P. Ist ja auch falsch, was macht er denn hier? Der muss ja dahin. Weil der drittgrößte ist ja S, ne? Und S ist blau. Also kommt der dahin. Lila ist der da oben. Rot ist dann der. Das, hä, was habe ich denn da letztes Mal angestellt? Eureka! Du hast es geschafft! Unglaublich! Es hieß, nur der König selbst sei dazu in der Lage. Tja, in mir steckt offenbar mehr, als man auf den ersten Blick vermutet. Du bist auf jeden Fall ein bemerkenswerter junger Mann. Jetzt musst du nur noch das Wasser des Lebens zum König bringen. Das auch noch. Keine Zeit zum Rumjammern. Beeil dich, es ist fast geschafft. Jojo, kein Problem. Spot! Was zum... Spot! Oh Spot, was ist bloß mit dir geschehen? Also erstmal Wasser abfüllen. Oh nein! Ich wusste es! Oh. Es beginnt! Komm her! Sieh selbst! Was ist das? Die Welten kollidieren! Ja! Die Zeit ist gekommen! Diese Welt wird nun zugrunde gehen! Nein, das kann nicht sein! Ich habe nichts falsch gemacht. Ah, Sadwick.